Liebe Pfarrgemeinde, ein herzliches Grüß Gott aus unserer Pfarrkirche, in der seit letztem Wochenende wieder Gottesdienste unter den bestimmten Umständen und Regeln abgehalten werden. Ich war schon dabei, es hat wieder gut getan. Jetzt im Marienmonat Mai werden da wieder Maiandachten abgehalten. Zur Mitfeier dieser Maiandachten laden wir euch sehr herzlich ein. Natürlich geht es in der Videobotschaft heute um die Heilige Maria. Unser Gotteslob ist in fünf verschiedene Abschnitte unterteilt. Ein Teil beginnt mit der Nummer 519 und hat den Titel Maria. Den brauchen wir natürlich im Mai besonders oft. Dass der Monat Mai und die Heilige Maria so eng miteinander verbunden sind, ist kein Zufall. Stehen durch beide für einen Neubeginn und für wachsendes Leben. Aus dem Grund möchten wir heute ein Marienlied singen. Die Melodie kennen wir alle von dem Weihnachtslied Ich stehe an deiner Krippe hier. Es gibt aber auch zu der Melodie eben ein Marienlied und das hat die Nummer 528. Ein Bote kommt, der Heil verheißt. Das Wort wird unser Bruder, so haben wir gerade gesungen im Marienlied. Jesus ist unser Bruder, als Bruder ist er uns nahe. Sein Wort ist uns nahe und wir sind aufgefordert, seine Botschaft zu leben und weiterzutragen. Und das tun wir jetzt,
wenn wir einen Ausschnitt aus dem heutigen Sonntagsevangelium hören. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Wir haben gerade starke Worte im Evangelium gehört. Das ist das ewige Leben, dass wir dich, den einzigen wahren Gott, erkennen. Gott als den Urgrund des Lebens, als unseren Schöpfer erkennen. Durch Jesus erkennen, wie Gott ist und was er für unser Leben bedeutet. Gott auch in der Natur erfahren und erkennen. Und wir dürfen auch Gott in der Begegnung mit anderen Menschen erkennen. Jemand, der das erkannt hat, war Maria. Sie hat, so haben wir gerade gesungen, Ja gesagt zu Gottes Ruf. Sie hat Ja gesagt zu einem Leben mit Gott. Viele Menschen suchen bei Maria Hilfe, Schutz und Zuflucht. Und sie richten ihr Gebet an sie mit dem Gegrüßet seist du Maria. Oder wie es in der lateinischen Sprache heißt, Ave Maria. Das Ave Maria lässt sie nicht nur beten, sondern auch wunderbar singen. Und schon der heilige Augustinus hat gesagt, wer singt, betet doppelt. Ave Maria.
das Ave Maria von Gounod, wohl eines der bekanntesten Marienlieder, die es gibt. Begleitet wurde das Musikstück von Bildern, die wir in den letzten Tagen gemacht haben. Es waren Kirchen und auch Kapellen zum Sehen. Alle aus unserem Pfarrgebiet. Die eine hat man vielleicht kennt und die andere ist am Neuvorkommen, hat man vielleicht noch nie gesehen. Aus dem Grund möchten wir euch einladen, dass ihr den Marienmonat Mai nutzt und vielleicht euch aufmacht, um die eine oder andere Kapellen zu besuchen. Falls euch eine eigene Kapellen, also von der Ortschaft oder die halt irgendwie in der Nähe von euch am Wohnort ist, nur angegangen ist, müsst ihr euch einfach nur ein bisschen gedulden. Die seht ihr heute im Teil 2 von unserer Bilderreihe am Schluss von unserer Grußbotschaft. Auch heute dürfen wir uns wieder vor Gottes Segen beschenken lassen. Guter Gott, du bist mit uns auf dem Weg. Du sagst Ja zu uns. Lass auch uns mit dieser Gewissheit einander begegnen. Auf die Fürsprache von Maria segne und beschütze uns alle, der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir, das Videoteam, haben uns darauf geeinigt, dass wir neben den stattfindenden Gottesdiensten die Videobotschaft bis Pfingsten weitermachen. Danke für eure Bereitschaft. Am Anfang von unseren Videobotschaften haben wir öfters davon geredet, dass wieder alles gut wird am Ende. Ich glaube, wir sind am Weg. Gemeinsam kann man eben viel erreichen. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Sonntag und eine gute nächste Woche.